Dieses Jahr jährt sich der Todestag eines bekannten Waidhofener Künstlers zum 25. Mal. Professor Erich Kohler hat so manchen Markstein in der Stadt Waidhofen hinterlassen. Der Musikpädagoge des Gymnasiums leitete sowohl das Kammerorchester der Stadt als auch das Amstettner Symphonieorchester und war 25 Jahre lang an der Spitze der Musikschule, wo er den Grundstein des heutigen Vorzeigeprojektes legte. Seine Tochter Ilse, selbst Künstlerin, interpretierte für die Gäste Friedrich Holländer. Ich bin gar nicht sinnlich mehr. Und ich schmeiß den ganzen weg, 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 weg. Kurz, es treibt mich was zu klauen mit Gewalt. Selbst vor Wächterflügen mache ich nicht halt. Die zweite Tochter Kohlers, Birgit, eine bekannte Geigenvirtuosin, spielte zu Ehren ihres Vaters. Die Feier und Ausstellung wurde einfühlsam von seiner Frau Burgi organisiert und Architekt Professor Franz Fehringer fand launige Erinnerungsworte für seinen besten Freund. Neben der Musik widmete sich Professor Kohler auch hingebungsvoll der Aquarellmalerei und an die 20 sehenswerte Werke wurden im Stadtcafé Hartner ausgestellt. Auch die Schnitzerei war dem Autodidakten nicht fremd. Auch davon existieren noch eine Anzahl von Arbeiten. Professor Erich Kohler hat die Stadt nachhaltig künstlerisch geprägt und noch eines ist ganz sicher, er hat ein Leben in Vielfalt gelebt.